Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Montag, dem 30. Januar 2023 um 8.27 Uhr. Na. Ja, wir starten hier diese Woche ganz klassisch. Am Montagmorgen mit Gaggenau Abfahrt. Aber ich habe schon vor, diese Woche auch wieder etwas anderes zu machen, ein klein bisschen anderes. Aber ich verrate es einfach nicht. Ich sag mal, ihr werdet es merken. Ja, 12.08 Uhr Ankunft, also ist okay. Ich bin auch ein ganz, ganz kleines bisschen aufgehalten worden in meiner Arbeit. Ich habe nämlich ganz früh am Morgen einen Telefonanruf bekommen. Ich sag mal so, Anrufe um die Uhrzeit, da schwante mir schon nichts Gutes. Firmenmäßig wäre es ausgeworfen geworden. Also der Name, also war schon mal klar, war nicht die Firma. Ich wusste gar nicht wer. Ich musste auch ziemlich rumfummeln mit meinem Telefon. Und ja, irgendwas stimmt hier auch nicht mit meinen Batterien, weil heute Morgen war die Endverbraucherabschaltung aktiv. Das kann schon mal nach einem Wochenende vorkommen, wenn eben die Batterien vielleicht nicht so voll geladen waren am Freitag durch die Steherei. Aber nach so einer Fahrt hier runter nach Gaggenau müssten sie ja eigentlich wieder voll sein. Aber jedes Mal, wenn ich die Zündung ausmache, springt mir die 12-Volt-Schaltung raus, sprich die Handys werden nicht mehr geladen und meine Zusatzbeleuchtung funktioniert nicht mehr. Eben eine Endverbraucherabschaltung, die, ich weiß gar nicht, was sie dann zuerst abschaltet am Ende hin, ob es der Kühlschrank ist oder die Standheizung. Also ganz am Ende geht auch die Standheizung aus, damit eben noch so viel Strom bleibt, dass man starten kann. So sollte es funktionieren, obwohl ich habe es auch schon erlebt, dass das Auto nicht mehr startet. Ja, wie gesagt, bekam einen Anruf, konnte erst nicht sehen, wer es war. Dann habe ich gesehen, es ist meine Schwester. Und ich sag mal so, dass meine Schwester mich morgen um 7:30 anruft, ist also absolut unüblich. Und das konnte in dem Sinne nichts Gutes verheißen. Ich habe schon ein bisschen Schreck bekommen. Ich habe gedacht, hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Aber sie war auch nicht so aufgeregt, habe ich direkt gemerkt, fragte, ob ich telefonieren kann. Ich sage, ja, kein Problem. Ja, es geht darum, dass der Bruder meines Vaters, er hatte ja nur einen Bruder, jetzt vor ein paar Tagen mit 92, 93, wir mussten richtig rumrechnen, oder er wäre dieses Jahr 93 geworden, also mit 92, der ist also letztes Jahr, ja gut, ich weiß gar nicht, ob der auch im Dezember Geburtstag, also sagen wir mal so, er wäre dieses Jahr 93 geworden und der ist halt jetzt ganz plötzlich gestorben.
hat man wohl nicht so mit gerechnet. Und sein ältester Sohn, er hat also drei Kinder, also zwei Söhne, eine Tochter, also zwei Cousins, eine Cousine. Der älteste Sohn, der hat das wohl in die Hand genommen mit dem Informieren der Leute, hatte aber überhaupt keine Adresse von mir, hat sich dann die einzige Adresse, die er wohl hatte, und das liegt auch daran, dass die halt in dem elterlichen Haus wohnen, das ist ja meine Halbschwester, die wohnt ja noch im, also die hat ja mit ihrem Mann zusammen das elterliche Haus übernommen, umgebaut und so. Und meine Stiefmutter hat ja, bis sie dann, ich weiß gar nicht, die ist ja auch vor nicht so langer Zeit gestorben, dort gewohnt. Auf jeden Fall, die Adresse scheint er wohl gehabt zu haben oder auch Telefonnummer. Er hat auf jeden Fall da angerufen, hat nach meiner Adresse gefragt. Jetzt hat meine Halbschwester überhaupt nicht meine Adresse, weil wir gar keinen Kontakt miteinander haben. Ich glaube, ich habe die das letzte Mal gesehen vor 3-4 Jahren. Oh, ein Bullterrier. Oh, klasse, ein dunkler Bullterrier. Echt. Ich arbeite immer noch an meiner Frau wegen so einem Bullterrier, aber wir wollen mal nicht abschweifen. Auf jeden Fall hatte meine Halbschwester auch nicht meine Adresse. Die hat dann irgendwie die Telefonnummer meiner leiblichen Schwester gegeben, die natürlich meine Adresse und meine Telefonnummer hat. Und die hat mich jetzt heute Morgen da informiert. Und jetzt werde ich meinem Cousin da irgendwie meine Adresse schicken, damit er mir da die also eine entsprechende Karte schicken kann. Ich hatte dann meine Schwester gefragt, ob sie wohl da hingehen wird auf der Beerdigung. Das wäre in Xanten, das ist schon ein ganz schöner Meter weit weg, da oben an der holländischen Grenze. Jetzt, ich weiß nicht, 150 sind es, also 100 sind es bestimmt noch mal drauf, also 350, 350 Kilometer, 400 Kilometer könnten es schon sein. Und sie meinte halt nicht, aber wie sich herausgestellt hat, ich hätte es jetzt echt nicht mehr gewusst. Also er ist mein Patenonkel gewesen oder einer von zweien. Einmal der beste Freund meines Vaters, wo ich zugeben muss, dass ich da auch gar nicht weiß, ob der überhaupt noch lebt. Wahrscheinlich nicht. Und wie gesagt, dieser Bruder meines Vaters, sie sind meine Patenonkel. Und jetzt, ja, jetzt habe ich überlegt, fahre ich da hin, fahre ich da nicht hin. Aber ich sage es mal so, sehr wahrscheinlich nicht. Ich bin auch ehrlich, die letzte Beerdigung, auf der ich war, war die von meinem Vater. Das war, ja, das ist jetzt 11 Jahre her, das war 2012. Und danach nicht mehr. Es hat ja bei mir in Anführungsstrichen in meinem Leben schon relativ früh mit Beerdigungen angefangen. Also als meine leibliche Mutter beerdigt worden ist, da war ich nicht mit anwesend, aber gut, wir waren, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Wir waren ja so 5-6 Jahre alt und meine Schwester war ja 2 Jahre jünger. Nee, da hat man uns verschont, aber ich sag mal, irgendwo, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich denke mal 10 Jahre war ich schon irgendwo mit 12 oder was. Da ist ja der Großvater mütterlicherseits gestorben. Da war ich dann zum ersten Mal live auf so einer Beerdigung. Als Kind, kann man so sagen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich da natürlich relativ weit vorne gestanden habe, eben weil ich ja ein enger Verwandter war, der Enkel jetzt des Verstorbenen. Und damals, weiß ich gar nicht, ich glaube zu dem Zeitpunkt, da gab es ja noch, da war die Anzahl der Enkel noch überschaubar, hätte ich bald gesagt. Auf jeden Fall, ich habe das damals schon nicht irgendwie richtig in den Kopf gekriegt. Da haben mir Leute kondoliert, die ich überhaupt nicht kannte. Und die haben so eine Dramatik hingelegt. Es ist ja eh manchmal so, dass die Leute, die am wenigsten mit dem Verstorbenen zu tun hatten oder den geringsten Draht zu ihm,
die größte Show am Grab abziehen, ja, also zusammenbrechen, heulen, hast du nicht gesehen. Ich sage euch ehrlich, der einzige Grund, warum ich jetzt hinfahren würde, wäre, um halt meine Cousins, meine Cousine seit ewigen Jahren mal wieder zu treffen, ja, und aber es gibt da auch nicht mehr viele, die da hinkommen. Sehr wahrscheinlich werde ich da nicht hinfahren. Gibt ja auch keinen Tag extra Urlaub und so. Und man weiß auch nicht, wie das dann ist mit den Straßenverhältnissen. Und es würde für mich zwar einen Tag frei, aber der absolute Vollstress bedeuten. Ne? Auch, was weiß ich, 8 Stunden locker im Auto. Und dann so ein bisschen da vor Ort. Beerdigung im Januar in der Kälte. Nee, sorry. Naja, ich muss mal sehen, was mein Cousin mir da eventuell schreibt. Mein Cousin, der ältere von den beiden Söhnen, der ist ja Projektdirektor bei Siemens. Also richtig schon so eine kleine Nummer. Der hat mal Maurer und Betonbauer gelernt. Dann hat der Fachabi gemacht, dann hat der studiert. Dann ist er zu Siemens gegangen, hat da zig Projekte im Ausland betreut, richtig mehrjährige Projekte in Saudi-Arabien mit Unterbringung im Camp, mit Frau und Kinder dabei, mit extra Schule für die Kinder, wie gesagt, abgeschottet im Camp gelebt. Ja, und das hat er eine ganze Anzahl von Jahren durchgezogen. Und irgendwann, ich vermute mal bei der Einschulung vom Erstkind oder was, irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt ist Schluss mit diesen Auslandsaufenthalten, jetzt nur noch Projekte in Deutschland. Oder, ja gut, ob er wirklich nur rein deutsche Projekte betreut, weiß ich nicht. Aber er hat dann seinen Wohnsitz halt nach Deutschland wieder verlegt. Er hat wirklich jahrelang im Ausland gelebt und ja, genauso wie bei einer Cousine von mir. Der Mann, der ist da Doktor der Chemie. Die waren auch 2-3 Jahre in China oder so. Allerdings ist es schon Jahre zurück, also nicht jetzt in der letzten Zeit, wo da die Corona-Problematik war. Ja, das sind ich meine, ich denke schon darüber nach, so nach dem Motto letzte Ehre erweisen oder so, aber ich bin da ehrlich, ich habe da gar keine Kontakte mehr gehabt, ne? Und ich sehe das irgendwie so, dass ich mache das nicht fest an der Verwandtschaft oder am Verwandtschaftsgrad, sondern ich mache das an anderen Dingen fest. Es gibt andere Leute, wo, wenn die versterben würden, ich auf jeden Fall da zur Beerdigung hingehen würde. Aber zu denen habe ich dann auch einen ganz anderen Draht. Hier, da fehlt mir irgendwie total der Bezug. Also ich habe denen seit Jahren nicht mehr gesprochen. Ich muss zugeben, ich habe in den vergangenen 3 Jahren hier im Zuge der Videos immer mal wieder auch Dinge aus der Vergangenheit erzählt, auch von meinem Vater und so. Und beim Erzählen sind hin und wieder bei mir selber im Kopf noch Fragen aufgetaucht, wo ich so dachte, ja, die könnte dieser Onkel, also der Bruder meines Vaters, eventuell beantworten. Und da gab es auch die Idee, ihn mal anzurufen, allerdings nicht wissend, wie fit er noch ist, obwohl das bei ihm so war, ähnlich wie bei dem Schwiegervater meines früheren Chefs, körperlich schon angeschlagen, auch nicht mehr so mobil und so, aber geistig noch ziemlich fit. Aber irgendwann ist halt Schluss mit lustig, ne? Ja, aber ich habe es ja geschafft, an diesem Wochenende mal schön alle Kommentare zu beantworten. Und da ist wieder ein Kommentar mit einer Frage gewesen. Und ich habe ja gesagt, also so Fragen, die habe ich schon ganz gerne.
sind manchmal für mich auch Anregungen, über was ich hier im Video sprechen kann. Und es ist also so, dass ich gefragt worden bin, wie das denn damals so war, zu fahren ohne Assistenzsysteme. Und das ist eine gute Frage, wo ich also auch Spaß habe, darauf zu antworten oder mal zu erzählen, wie das so war, ja, in den Anfängen. Und oder ich sag's mal so, jetzt ganz rundheraus, ganz brutal und direkt. Rückblickend, ich meine, zu dem Zeitpunkt, als es so war, wie es war, hat man sich natürlich keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo man all die Assistenzsysteme oder diese Dinge kennengelernt hat, wie Automatik, Abstandstempomat und, ja, muss man ja brutal sagen, war die Fahrerei in der Vergangenheit eigentlich bescheiden. Ja, ich will jetzt mal keinen Kraftausdruck benutzen. Ja, aber jetzt müssen wir uns mal hier konzentrieren. Wir eiern hier hinter dem Edgar her. Oder mal ein bisschen beschleunigen. Ja, auf jeden Fall. Ich erzähle mal, wie ich angefangen habe. Also in meiner Fahrschule, das war ja schon der erste Gag, da habe ich ja damals nur einen 12-Tonner gehabt. Ein Mercedes 12-Tonner, keine Ahnung, 35, 12 oder so. Ich weiß es nicht, wie viel PS der hat, aber ich denke mal, mehr als 300 PS wird die Gurke nicht gehabt haben. Mit einer 6-Gang-Schaltung, ja. So wie es viele von euch jetzt auch aus dem PKW kennen. 6 Gänge. Nichts hier mit kleine Gruppe, große Gruppe, auch nichts mit Splitten. Mit so einem Auto habe ich meinen Führerschein gemacht. Wäre heute gar nicht mehr möglich. Gut, heute machen die ja schon, denke ich mir, auf Automatik-LKWs die Fahrschule. Das heißt, genau wissen tue ich es gar nicht, ob man das Schalten noch lernt in der Fahrschule oder noch lernen muss. Oder wie das auch ist, wenn man jetzt auf Automatik lernt und auf Automatik die Prüfung macht, ob man dann ohne weiteres einen Schalt-LKW fahren darf, was ja im PKW-Bereich nicht der Fall ist. Weil da muss ich ja Schaltwagen gefahren sein, damit ich auch hinterher Schaltwagen fahren darf. Aber wie das jetzt geregelt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur 6-Gang-Schaltung. Und bei der ersten Stelle, da traf ich dann ja auf einen MAN mit der Doppel-H-Schaltung, von der ich ja im Grunde gar keine Ahnung hatte. Nun wurde ich aber ein paar Tage eingewiesen von dem Fahrer, der da ursprünglich auf dem Bock saß. Und er hat es mir dann schnell erklärt, eben, was weiß ich, im 2. Gang anfahren, 3., 4., dann den musste man den Schalthebel so wirklich so rüberschlagen, ja. Also da war ein Widerstand, der musste überwunden werden und dann war man in der sogenannten großen Gruppe und hatte dann die nächsten 4 Gänge. Und die einzelnen Gänge, die konnten dann nochmal halbiert werden. Das lief dann über ein kleines Knöpfchen. Und die Kupplung, meine ich, wäre bei diesem MAN schon luftunterstützt gewesen. Und danach, das habe ich ja nicht allzu lange gemacht, ich muss jetzt wirklich überlegen, danach war ja diese Phase mit dem Blumentransport, das war ja nur ein 7,5-Tonner mit einem großen Doppelachsanhänger dahinter, der hatte auch nur die normale 6-Gang-Schaltung. Und dann bin ich ja noch nebenbei, habe ich ja so einen Pendelverkehr gemacht, immer Ruhrpott, Osnabrück und wieder zurück mit Mercedes SK, mit so alten SK-Dingern, wo da gab es sogar welche bei, die hatten nicht mal eine Luftfederung im Sitz, sondern mit nur normalen Federn. Und das waren echt so richtige, ich meine, viele schwören ja darauf, weil die wohl recht robust waren, aber das waren natürlich sehr einfache, spartanische LKWs. Also kein Tempomat,
absolut nichts. Doppel-H-Schaltung, Kupplung. Ja, weiß ich gar nicht, ob die dort schon Luftunterstützung war, aber war okay. Also es war zu fahren. So Sachen wie Abstandstempomat und so weiter, die gab es ja noch gar nicht. Die mussten ja erst noch zu der Zeit erfunden werden. Und ja, dann bin ich ja im Autotransport in der ersten Woche, wo ich da eingewiesen worden bin, Renault Magnum gefahren. Mit Tempomat und durchgehendem Boden und so. Das war natürlich absolut geil. Da, ich glaube, das war. Na, ich muss jetzt überlegen. Einen Moment. Nee, davor bin ich schon einen DAF gefahren. Mann, hatte der einen Tempomaten? Ja, der hatte, glaube ich, auch einen Tempomaten. Und da habe ich im Grunde so Tempomat kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und als ich dann bei den Autotransporten war, da habe ich, wie gesagt, erst bin ich mit Tempomat eingearbeitet worden. Aber dann, weil das eigentliche Auto, was ich fahren sollte, war dann noch nicht fertig, hat man mir so einen alten F100, ich glaube, die heißen F150 oder was, so ein alten Renault-LKW aufs Auge gedrückt, der natürlich keinen Tempomat hatte, na, und auch ein Schalter war. Und dann habe ich einen Renault Premium bekommen und war natürlich fest im Glauben, dass das Auto ein Tempomat haben wird, und er hatte keinen. Und das war so ein Elend. Also ich habe auch, und das ist ja schon viele Jahre her, das ist ja schon 20 Jahre her oder was, ich habe es zu der Zeit schon Probleme mit dem rechten Knie gekriegt, so mit diesem dauerhaften auf dem Gas stehen, also das Gas halten. Und ich muss zugeben, da habe ich eine Sache gemacht, die natürlich nicht in Ordnung war, weil ich eben nicht die ganze Zeit das Gas halten wollte. Habe ich da folgende Möglichkeit genutzt. Und zwar, das war ja ein Autotransporter, wo du für, ja, wenn du jetzt mit dem Fahrzeug gearbeitet hast, also sprich innen die Hebebühne angehoben hast, oder es gab ja hinten auch einen 1,60 Meter langen Auszug, wenn du das betätigt hast, dann hast du halt das Standgas erhöht, damit die Hydraulik besser arbeitet. Und das war eine ganz simple Technik. Da war hier vorne rechts im Armaturenbrett war so ein Knopf, und den hast du gezogen, und er hat im Grunde aufs Gaspedal gewirkt, und dann konntest du den mit so einer Drehbewegung feststellen. Ja, und was habe ich dann gemacht? Ich habe diesen Knopf gezogen, habe die Karre gegen den Begrenzer, also 90, laufen lassen und dann so arretiert. Man musste natürlich ja schon ziemlich aufpassen und auf der Hut sein und ja sehr vorausschauend fahren. Wenn man nämlich gesehen hat, ah, da vorne, da gibt es ein Problem, da muss ich vom Gas, da musste man natürlich rechtzeitig den Knopf drehen, damit dieses Standgas rausspringt. Na. Aber irgendwie war das nötig, weil ich wäre sonst knietechnisch nicht klargekommen. Ich kann mich auch noch an eine Sache erinnern, als ich diesen Sattelzugverkehr Ruhrpott-Osnabrück gemacht habe, haben die mich mal einen Tag angehauen, ob ich mal vertretungsweise, also die wussten, ich war da in einem gewissen Maße flexibel, ob ich da mal einen Tag vertretungsweise einen Hängerzug fahren könnte. Ich natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ja gesagt. Man hat mir gesagt, wo das Auto steht, dann bin ich dahin, Schlüssel da und so, und dann bin ich los. Und das Fahren, das ging ja noch, obwohl ich da schon gemerkt habe, wie sauschwer die Kupplung zu treten war, ja. Und also das war schon, das hatte eine richtige Qualität. Und dann musste ich da zu irgendeinem Zentrallager, damals natürlich noch null Ahnung hier mit Discounter und so weiter, und
musste jetzt den Hänger rückwärts an die Rampe fahren, ja. Wie gesagt, ein Drehschemelanhänger. Und dafür habe ich natürlich, weil ich ja auch gar nicht die Erfahrung hatte und auch gar keine mega Übung. Ich habe zwar auf Drehschemel gelernt, aber du bist doch gar nicht viel rückwärts gefahren. Du hast den nicht rückwärts um die Ecke rangiert. Du bist, die Aufgabe in der Prüfung war 10 Meter gerade zurückfahren. Das war's. Und ja, bei den Abrollcontainern, klar, da habe ich das Ding mal rückwärts um die Ecke rumgedrückt, weil es nötig war, oder bin rückwärts in der Halle. Aber das, da habe ich ja nicht, weil das viel zu kurz dort war, nicht die Mega-Erfahrung sammeln können. Also ich jetzt versuche also das Ding rückwärts da an die Rampe zu fahren. Es zieht sich natürlich hin, weil es immer wieder nicht passt, weil ich immer wieder vor, zurück muss. Und es war Wahnsinn, ja. Boah, da kann wieder jemand nicht rausziehen, ja. Blöde, sture, na. Es war die Kupplung so schwer zu treten, dass nach einer Weile des Rangierens mein linkes Bein richtig angefangen hat zu zittern, weil da keine Kraft mehr drin war. Ja? Ich wollte runterdrehen. Ich habe gestanden. Ich habe gar nicht mehr gesessen. Ich habe schon aus dem Stehen herausgetreten, weil ich so dermaßen Schmerzen im Oberschenkel hatte und das Ding fing dann auch an herumzuzappeln. Ich konnte gar nicht mehr richtig das Kupplungspedal agieren. Also ich sage euch nur eins, als ich das Ding endlich am Loch hatte, ja, da habe ich wirklich 3 Kreuze gemacht und habe gedacht, nee, das brauchst du nicht. Na. Und ja, ich sag mal so, bis dahin war alles Schaltwagen. Das erste Mal Automatik, auch bei den Körnern, das war Schaltwagen. Aber ich muss sagen, das war schon so ein TGA oder was? Also luftunterstützte Kupplung beim Pedaltreten, luftunterstützter Schalthebel. Und man konnte auch über ein Knöpfchen am Schalthebel das Gleiche, also den auch, man konnte damit kuppeln. Das ist eine Besonderheit vom MAN gewesen. Kleines Knöpfchen am Schalthebel. Du hast dann in dem Moment 3 Knöpfchen gehabt, ja. Einen, damit hast du im Grunde gekuppelt. Also du konntest richtig sehen, wie das Pedal auch dann nach vorne ging. Dann ein Hebel für den Wechsel zwischen kleiner und großer Gruppe und dann noch mal ein Knöpfchen fürs Splitten. Und Automatik, das erste Mal habe ich erst kennengelernt, das ist vielleicht so 9 Jahre her. Das ist, wo ich diese Lauge da gefahren bin, also diese, ja, die Lauge mit den Tanks. Die haben Scanias gehabt, wo du die noch ein Kupplungspedal hatten und wo du ja, also kein Blinker und nichts, die also noch ein Kupplungspedal hatten, was du benutzt hast, um anzufahren, also für den ersten Gang. Du musstest auch, wenn du jetzt irgendwo gestoppt hast, an einer Ampel oder was, musstest du auch das Kupplungspedal treten. Und du bist dann angefahren im ersten Gang und danach hast du Automatik gehabt. Hat er so durchgeschaltet. Und da habe ich zum ersten Mal die Automatik kennengelernt und fand es nur wunderbar. Weil in dem Moment gab es kein Verschalten mehr. Das Knie wurde geschont. Die haben parallel dazu haben die auch noch DAF gehabt. Ich bin also dort DAF und Scania gefahren. Und die DAFs hatten natürlich ganz normal die Doppel-A-Schaltung. Aber wie gesagt, die Scanias, die waren eben schon mit Automatik. Und aber mehr auch nicht. Alles andere wie Abstandstempomat,
topografischer Tempomat und so. Das habe ich alles erst kennengelernt vor 7 Jahren. Im Zusammenhang eben mit dem Vollzeitfahren, mit dem Anfang dort, weil die weil die vorherige Firma vor dieser auch schon Actros hatte. Die sind inzwischen ein bisschen davon abgekommen, aber damals hatten sie eben durch die Bank Actros, hin und wieder mal ein MAN oder ein Scania, aber eben primär Actros. Und da habe ich natürlich alles kennengelernt, wie die Automatik, dann Abstandstempomat, die Sache mit dem Schwingen halt, na, also mit dem Rollen, um Sprit zu sparen. Und ja, und dann, als ich dann gewechselt habe, habe ich ja ein Jahr lang noch so eine gelbe Zugmaschine gefahren, die aber eben auch alles hatte, also Abstandstempomat, topografisches Navi und halt die ganzen Klamotten. Und der nach einem Jahr gab es ja dann einen zweiten gelben, einen neuen gelben, und der hatte dann auch noch den Abbiegeassistenten dabei, den ich ja jetzt leider nicht mehr habe. Aber da ich ja überwiegend Autobahn fahre, auch nicht ganz so stark vermisse. Das Lustige ist, normalerweise haben wir eigentlich erwartet, aber das ist ja durch Corona und so weiter alles total durcheinander geraten. Wir haben eigentlich erwartet, dass wir alle über die Zeit MP5er bekommen, halt mit ohne Spiegel und mit Abbiegeassistent, was dann ja letztendlich nicht der Fall war. Ja, und jetzt muss die Werkstatt hingehen und mehrere unserer Autos nachrüsten mit einem Abbiegeassistenten, weil ja mehrere lange Auflieger gekommen sind. Und da sind zwei Dinge Pflicht. Das eine ist eine Einweisung mit entsprechend hinterher einem Papier. Und die Zugmaschine muss zwingend einen Abbiegeassistenten haben. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und deswegen werden jetzt Fahrzeuge mit so einem System nachgerüstet. Das ist dann kein Original Daimler, sondern so ein Nachrüstsystem. Ich habe es bis jetzt nur gesehen insofern, dass die jetzt, naja, so einen zusätzlichen Kasten an der rechten Seite haben. Oh. Ja, er ist netten. Wie das da innen geregelt ist, weiß ich nicht. Ob die einen Bildschirm haben oder nur eine Signalanzeige, also der Original-Abbiegeassistent im Daimler ist ja nur ein Pfeil, der erst gelb oder der gelb leuchtet, wenn die Abstände stimmen, und rot, wenn sie nicht stimmen. Und ich kann nur sagen, für meinen Geschmack, ich meine, es gibt ja immer noch Oldschool-Leute, die sagen, ja, hier bei mir wird handgeschaltet und ja, und machen sie alte Lenkräder da drauf und so. Wo ich mich zum Beispiel frage, wenn die Leute alte weiße Lenkräder drauf machen, die natürlich irgendwo einen gewissen Schick und Charme haben, aber ich frage mich dann schon, wo lassen die ganzen Knöpfe her? Ne? Ich meine, wir haben hier immerhin 4, 5, 6, 7, 8, ja, 8 Knöpfe auf jeder Seite, also 16 Knöpfe. Wo lassen die 16 Knöpfe und die Funktion? Ne? Ich meine, gut, Telefonannahme könnte man darauf verzichten, kann man auch hier vielleicht am Telefon wischen oder hier vorne annehmen, ja, auf der Tastatur. Aber Tempomat und so,
da wüsste ich nicht. Ich frage mich wirklich, wie die das gelöst haben. Die müssen das ja auf zusätzliche Lenkstockhebel gelegt haben. Oder eben als Taster irgendwo hier unten, wo, was natürlich nicht schön zugänglich ist. Und ich kann nur sagen, ich möchte nicht mehr ohne fahren. Ich meine, gut, es kommt immer auf die Aufgabenstellung an, wenn man jetzt nicht viel rangieren muss und so, nur von A nach B geradeaus so weiter. Da, also ein Schalter wird noch gehen. Schalten, wenn, und das ist ja, Schalten ist mittlerweile bei allen LKWs luftunterstützt, na, damit die aufzuwendenden Kräfte halt geringer sind. Aber eigentlich sind diese ganzen Dinge mittlerweile für mich Standard geworden. Und ich möchte nicht mehr ohne fahren. Also ohne Tempomat ging gar nicht, würde ich, bin ich ehrlich, voll die Probleme mit dem Knie kriegen durch die starre Haltung. Links, wenn ich viel schalten müsste, so im Nahverkehr oder so, würde ich auch Stress kriegen, auch mit den Knien halt. Ich meine, gut, nun habe ich ja auch die 60 schon überschritten und bin ja schon viel gelaufen in meinem Leben. Abstandstempomat, auch eine feine Sache, die ich nicht mehr missen möchte. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn der ausfällt, und bin eigentlich der Meinung, das müsste noch verbessert werden. Das dürfte gar nicht wegen ein bisschen Schnee oder Regen ausfallen. Also ich kann nur sagen, ich finde es gut, dass man diese Dinge erfunden hat und dass die auch unser einem zur Verfügung gestellt werden. Gut, nun ist das meiste davon mittlerweile so dermaßen Standard geworden, dass es jetzt schon Aufpreis kostet, wenn du es jetzt anders haben willst. Ich sag mal, also ich habe, ob das wirklich stimmt, ist, es wurde gesagt, wenn du statt der Kameras beim Daimler Spiegel haben willst, kostet das Aufpreis. Wenn du Schaltgetriebe haben willst, wenn sie es dir überhaupt noch anbieten. Ich glaube aber schon, weil die Arox, die Bau-LKWs, die gibt es wohl schon auch noch als Schalter. Aber selbst dort, eigentlich hat die Automatik überall Einzug gehalten. Ich meine, es hat sich ja auch erwiesen, dass der Spritverbrauch mit Automatik geringer ist. Früher, ganz früher bei den PKWs, mit diesen einfachen Viergang-Automatikschaltung, da hat man immer gerechnet, naja, Automatik ein Liter mehr. Die Zeiten sind ja vorbei. Heutzutage verbrauchst du in dem Sinne gar nicht mehr als mit einem Schaltgetriebe, weil die Automatik einfach viel sauberer und drehzahlgerechter schaltet. So drehzahlgerecht kann man von Hand im Grunde gar nicht schalten. Und dadurch ist der Spritverbrauch einfach geringer. Ja, ich sag mal so, man braucht ja nur ab und zu mal die Gänge ein bisschen zu hoch ziehen, unnötigerweise. Und schon wirkt sich das ja auf den Verbrauch aus. Und bei der Automatik, na, da gibt's nichts. Vor allen Dingen ist es auch für die Haltbarkeit besser, na, das gleichmäßige Schalten. Stehen sie wieder, Kontrolle. Also das ist ja auch so ein Parkplatz, da würde ich nie rausfahren. Ich glaube, da könnte mir das Wasser Oberkante, Unterlippe stehen. Ne, weil da stehen sie immer und kontrollieren immer die Jungs, die da drauf fahren. No, machen wir nicht. Ja, oder ich kann mich erinnern, damals in den ersten Tagen hatte ich auch gar keine Erfahrung. Ich musste diesen Gliederzug mit Abrollcontainer immer gerade rückwärts in die Reihe fahren, jeden Abend. Und die ganzen Kollegen, die haben da gestanden und haben schön zugeguckt und sich amüsiert, wie lange ich dafür brauche. Und
Ja, das wäre, solche Sachen sind natürlich mit Automatik viel entspannter. Es ist ja auch so, die Automatikgetriebe kommen ja auch mit viel weniger Gängen aus. Die haben ja nur 12 Gänge, wogegen jetzt die anderen ja im Grunde 16 Gänge hatten. Na, zweimal, also 8 mal 2, also kleine Gruppe 4, große Gruppe 4. Macht 8 und da du die ja alle nochmal bieren konntest, also 16 Gänge. Ich kann mich nur erinnern, wo ich das erste Mal irgendwie so einen Artikelbericht gelesen habe, wie irgendwie einer fährt da, ich glaube, es war damals sogar die Beschreibung einer Fahrt in Amerika und vor ihm zieht ihm einer in die Bahn und er muss dann vom 16. Gang runter in den 10. so, nein, da hatte man überhaupt keine Vorstellung, was da abgeht. Also ich sage mit dem Schalten, sicherlich hat man das irgendwann drauf gehabt und so, aber es sind auch, also ich kann mich erinnern an einen heftigen Fehler, den ich gemacht habe, und zwar irgendwo in den Kasseler Bergen, es ging sehr steil hoch. Und jetzt muss ich überlegen. Ja, genau, ich wurde so langsam am Berg, dass ich also die Gruppe wechseln musste, von der großen in die kleine Gruppe. Das heißt, es war ein sehr langer Schaltweg und ja, und dabei habe ich mich mal schön verschaltet und die Karre echt da am Berg abgewürgt. Nein. Damals wurde noch viel mehr mit Funk gemacht und so, da hatte ich auch das Funkgerät dann immer laufen und boah, was haben die mich verflucht, die alle, die da hinter mir standen, die da zum Stillstand gekommen sind, nein. Was haben die mich verflucht, aber ich bin recht cool geblieben, in Ruhe den Motor gestartet. Ersten Gang rein und wieder losgefahren. Und das ist mit diesem MAN passiert. Und dann ist mir noch mal ein Ding mit dem MAN passiert. Und da bin ich allerdings noch eingewiesen worden. Da habe ich mich auch, als es bergauf ging, verschaltet. Und ja. Und ob es jetzt daran lag, dass ich in einen zu hohen Gang geschaltet habe und habe die Kupplung kommen lassen, auf jeden Fall, auf einmal war Feierabend, nichts ging mehr, Kupplung zerfetzt. Zum Glück wurde mir das nicht angekreidet, weil dass die Kupplung den Geist aufgibt, einen bei Emma ein bekannter Fehler gewesen ist. Also die kannten das schon, das kam wohl häufiger mal vor und deswegen hat sich da auch keiner drüber aufgeregt. Also ich finde Automatik super. Ich weiß auch nicht, was Leute jetzt, ich meine, klar, es ist schön, wenn man es kann. Man sollte es vielleicht auch noch kennen, weil es fahren ja noch genügend LKWs mit Schaltung rum. Man könnte ja immer mal in die Situation kommen, so ein Ding, dass man so ein Ding bewegen muss. Und ja, deswegen ist es gut, wenn man es kann. Aber fürs tägliche Arbeiten, nee, da möchte ich nicht mehr ohne Assistenzsysteme arbeiten. Fünf Minuten kann ich einsparen, wenn ich irgendwie hier, ich vermute mal, naja, über die 6 oder sprich 61 Mannheim.
Und da diese Assistenzsysteme einem schon prinzipiell, ich meine, manche schimpfen drauf und sagen, ja, der ganze Mist fällt immer aus und fehlerbehaftet und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt schon mal vor, ja, aber im Großen und Ganzen funktionieren diese Sachen schon gut und auch zuverlässig und erleichtern einem auf jeden Fall die Arbeit. Ich meine, wenn ich nicht mehr mit Schalthebel und Kupplung herum hantieren muss, kann ich mich viel besser aufs Lenken konzentrieren und auf meinen Rangiervorgang. Und und ein Abstandstempomat, der ist natürlich ein Plus an Sicherheit, wenn man jetzt Kolonne fährt oder im Stau ist. Und auch ein Notbremsassistent, auch wenn der ab und zu mal fehlerhaft anzeigt. Letztendlich, wenn eine richtig böse Situation kommt, kann so ein System einem schon irgendwo, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch retten. Zum Teil sind diese Sachen ja auch, ja, wie soll ich sagen, sie sind ja nicht unbedingt eingeführt worden, um jetzt ja den Fahrern die Arbeit leichter zu machen. Das heißt, ja, zum Teil schon, aber ich denke mal, das primäre Argument gegenüber den Spediteuren ist natürlich die Spritersparnis. Ja, das war's jetzt für heute. Na, ich muss mir noch mal merken hier, Kronau-Waghäusel. Und sag jetzt erstmal einfach, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.